Europacharta unterzeichnet. Beim Treffen politischer Vertreter der Europaregion Donau-Moldau legten diese Themenschwerpunkte für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen in Österreich, Tschechien und Bayern fest. Dass die Werte, die Europa ausmachen, nämlich ein Friedensprojekt, ein Wirtschaftsprojekt, ein kulturelles Projekt, dass wir das bekräftigen. Und das haben wir heute unterzeichnet. Seit 2012 arbeiten die sieben Regionen zusammen. In Bereichen wie Wirtschaft, Forschung, Tourismus oder Energie. Bei der EDB-Fachtagung bekannten sie sich erneut zur Zusammenarbeit. Genau an jenem Tag, an dem sich der Fall des Eisernen Vorhangs zum 30. Mal jährt. Wir wissen das doch, wie das war an der Nordgrenze Oberösterreichs. Da war wirklich die westliche Welt zu Ende. Da war es nichts mit gegenseitig Besuchen, gemeinsam Geschäfte zu machen, kulturell sich auszutauschen. Auch heute noch Ziel der Europaregion Donau-Moldau, ein gemeinsamer Lebens- und Wirtschaftsraum in der ehemaligen Grenzregion.